Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Vor einigen Tagen haben wir hier auf dem Kanal ein Video veröffentlicht, wo es um einen Trade auf die Kuga-Aktie ging. Ihr wisst, Kuga, da gab es ein öffentliches Übernahmeangebot für einen Teil der Aktien und wir haben dann darauf einen Short Put geschrieben. Und im heutigen Video gehen wir mal der Frage nach, was ist eigentlich aus diesem Trade geworden? Was können wir aus dem Trade lernen? Und ich gehe auch ein bisschen auf die Fragen ein, die zu dem ersten Video gekommen sind. Also, die Situation vor einigen Tagen. Kuga, ein deutscher, relativ großer Mittelständler, hat von einem seiner Großaktionäre, von einem chinesischen Investor, ein Übernahmeangebot bekommen. Und zwar hat dieser Investor gesagt, okay, wir möchten 30% der Aktien am Markt übernehmen und hat also ein Angebot vorgelegt. Und das hat die Aktie dann sehr, sehr stark nach oben geschossen. Wir haben auf diese Übernahme reagiert und haben sofort Puts geschrieben auf diesen Wert, also auf Kuga. Und wir blenden euch das Video hier nochmal ein. Wer es also nicht gesehen hat, schaut euch das Video einfach noch einmal an. Wir haben dann den Trade tatsächlich, ja, wir waren uns ja beim ersten Video, das haben wir ganz früh am Morgen gemacht, noch nicht sicher, ob wir den Trade tatsächlich machen können. Es ist uns dann gelungen, wir haben dann am 18. Mai diesen Trade eröffnet und zwar zu einem Preis von 1,60 und bereits 4 Handelstage später konnten wir dann diesen Trade zurückkaufen zu 50% und haben insgesamt 80 Euro pro Option verdient. Wir blenden euch hier auch einmal den Kontoauszug ein, damit ihr das also nachvollziehen könnt, dass also dieser Trade tatsächlich so, wie wir es euch hier erzählen, stattgefunden hat. Und wir zeigen euch das jetzt nicht, damit ihr seht, was wir für Helden sind, was wir für vieles Geld verdienen, nein, sondern einfach, dass das wirklich ein ganz realistisches Szenario ist, was wir hier beschrieben haben und dass das, was wir hier erzählen, natürlich auch selbst in der Praxis tun. So, Trade beendet, alles gut. Wir haben keinen weiteren Trade jetzt aufgesetzt. Das liegt einfach daran, weil natürlich jetzt die Volatilitäten sehr, sehr stark zusammengefallen sind, weil es auch keine richtig guten Strikes mehr gibt, wo man das machen kann. Das heißt, das war so ein typischer Trade, situationsbedingt, wo man einfach schnell sein muss. Jetzt gab es auf dieses erste Video doch einige Kommentare, sowohl hier auf YouTube, aber auch zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler. Und da wurde unter anderem gesagt, naja, das Risiko in so einem Trade ist eigentlich zu hoch, man hat hier nur eine 50% Chance und so weiter. Und ist das wirklich so? Ist das Risiko zu hoch oder hat man hier nur eine 50% Chance? Meiner Meinung nach ist das Risiko hier definitiv nicht zu hoch, wenn man nicht pauschal sagt, jedes Mal, wenn dieses Gerücht kommt, schreibe ich einen Put, sondern man muss wirklich die Situation hier ganz genau betrachten. Was war nochmal passiert? Dieser Investor hat ein ganz klares Bekenntnis herausgegeben. Er hat ganz klar gesagt, ich möchte 30% der Aktien zu einem Preis kaufen, die sehr deutlich oberhalb des damals aktuellen Preises lagen. Und es war natürlich so, dieses Angebot, was er gemacht hat, das steht natürlich einige Tage, Wochen, Monate im Raum. Und das heißt also, der Preis wird automatisch dahin gehen. Es gibt überhaupt nicht die Chance, dass er fällt, weil ja jeder sagt, okay, wenn ich diese Aktien habe, selbst wenn der Gesamtmarkt fällt, da gibt es doch diesen Investor, der bereit ist, mir eben 110, 115 Euro für die Aktie zu bezahlen. Warum soll ich sie also für 90 an der Börse verkaufen? Das heißt, die Aktie wird oben bleiben. Wir haben das gesehen, auch wer sich hier nochmal das erste Video anschaut, wir hatten ja im Januar einen großen Einbruch auch oder einen größeren Einbruch an den Börsen und die PCP, das war diese Aktie, die damals Warren Buffett übernommen hat, auch die ist während dieser ganzen Preisrückgänge des Gesamtmarktes oben geblieben. Das heißt, das Risiko ist hier definitiv nicht gegeben, dass man nach unten geht, beziehungsweise es ist definitiv nicht so, dass man sagt, man hätte hier nur eine 50% Chance. Ganz im Gegenteil, aus meiner persönlichen Erfahrung, aus vielen, vielen Jahren, wo ich solche Trades schon mache, ist das etwas, was in bestimmt 99% der Fälle funktioniert und in dem einen Prozent, wo es nicht funktioniert, hat man aber immer noch die Möglichkeiten, das Ganze über Adjustierungen etc. gut zu handeln. Geht das jetzt immer so? Kann man das jetzt mit jedem Trade so machen?
Wir haben natürlich jetzt sofort wieder die Situation gehabt, und auch hier blenden wir euch mal einen Chart ein, dass es schon das nächste Angebot in diesem Bereich gibt. Und zwar, jeder kennt Monsanto, diese ja doch etwas umstrittene Saatgutfirma. Und hier gibt es ein Angebot von Bayer, die gesagt haben, wir möchten Monsanto übernehmen, haben auch ein Preisangebot gemacht, was deutlich oberhalb des aktuellen Preises war, und die Aktie ist auch angesprungen. Hier haben wir diesen Trade nicht aufgesetzt. Und warum ist das so? Der Unterschied ist zu KUKA ist relativ signifikant. Bei KUKA war es so, dass ein Investor gesagt hat, ich übernehme 30% der Aktien und kaufe diese am Markt. Das heißt, er hat das Angebot an den Markt gemacht und hat gesagt, ich möchte von euch die Aktien haben, bitte gebt sie mir, ich bin bereit, 115 Euro zu bezahlen. Bei der Übernahme von Monsanto durch Bayer, das ist eine feindliche Übernahme. Hier möchte Bayer Monsanto kaufen, und zwar komplett. Und jetzt ist einfach das Ding, dass man sich sagt, okay, bei Bayer weiß man nicht, haben die überhaupt genügend Geld, um das Ganze zu bezahlen. Und zwischenzeitlich kam jetzt auch noch die Meldung, dass Monsanto gesagt hat, der Preis, den ihr bietet, der ist viel zu gering. Und das hat natürlich jetzt den Preis sehr, sehr schnell nach oben geschoben. Aber wenn jetzt beispielsweise Bayer in einer Meldung sagt, einen höheren Preis bieten wir nicht oder wir wissen nicht, ob wir es überhaupt finanzieren können, dann wird der Preis sehr schnell wieder zurückgehen. Und dann ist es eben eine ganz andere Situation als in diesem KUKA-Deal. Und deswegen muss man hier wirklich sehr, sehr stark unterscheiden. Solche Trades sind keine Brot- und Butter-Trades. Also wo man sagt, immer wenn eine Übernahme kommt, mache ich so einen Trade. Nein, man muss sich diese Übernahmen anschauen, man muss sich genau anschauen, was steckt dahinter, und deswegen ist es auch nichts für jemanden, der jetzt ganz neu einsteigt bei den Optionen. Das sind Dinge, die man, wo man ein bisschen Erfahrung haben sollte, wo man auch ein bisschen verstehen sollte, was passiert an der Börse, und man kann das nicht pauschal handeln. Und bei Monsanto, bei dieser Übernahme von Monsanto, da würde ich sofort unterschreiben, dass das Risiko sicherlich bei 50% liegt. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und 50%, das ist Münzwurf, das sind keine Trades, die ich machen möchte. Ich möchte Trades machen, die eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit haben. Bei KUKA war die sicherlich eher bei 80%, 90%, 95%. Und wenn man immer Trades mit einer hohen Wahrscheinlichkeit macht, wird man langfristig Geld verdienen. Macht man immer Trades mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 50%, dann wird das Ganze schon schwieriger. Das war's für heute. Kleiner Nachtrag zu diesem KUKA-Trade. Im nächsten Video geht es dann wieder um ein anderes optionsspezifisches Thema. Wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt mir die in die Kommentare. Wenn ihr Erfahrungen mit Trades habt, wenn ihr irgendwie Dinge gemacht habt, wo ihr sagt, Mensch, das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, was könnte ich denn da besser machen? Dann schreibt mir das Ganze bitte hier in die Kommentare. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ihr dürft dieses Video teilen, auf Facebook, auf Twitter, wo auch immer ihr das gerne machen möchtet. Ich freue mich darauf, euch auch hier im nächsten Video wieder zu begrüßen. Und bis dahin, passt auf euch auf, passt auf euer Geld auf. Bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.